Hallo, liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zum zweiten Teil, wo es so ein bisschen um Synthesizer geht. Wir hatten es letztes Mal um so ein bisschen die Geschichte des Ganzen und heute will ich mal ein paar Begriffe euch einfach vor den Latz knallen und euch einfach mal erklären, worum es da geht. Ich fange einfach mal so in der Klangerzeugungskette vorne an. Begriff Oszillator oder VCO. VCO steht für Voltage Controlled Oscillator. Das Voltage Controlled wird heute noch etwas öfter kommen. Und wer beim Geschichtsvlog etwas aufgepasst hat, Voltage Control hat der schöne Herr Moog uns als Standard in die Welt gesetzt. Vielen Dank dafür, lieber Robert. Kaffee. Bei diesen Klangerzeugern haben wir im Prinzip unterschiedliche Wellenformen, die auch eine unterschiedliche Obertonstruktur haben. Wir haben zum einen den Sinuston. Wir haben einen Sägezahnton. Das Dreieck. Und eine Pulswelle. Und letzteres kann ich in verschiedenen Arten, wie diese Pulswelle ist, ob sie am Anfang größer und der negative Teil kleiner oder der positive Teil kleiner, der negative Teil. Genau. Dazu auch ein kurzes Beispiel. Wunderbar. Genau. Das sind die Klangerzeuger, mit denen wir arbeiten können. In der Regel ist das dann so, dass dann zwei oder vier oder acht dieser VCOs nebeneinander spielen und über so ein bisschen Detune oder unterschiedliche Wellenformen Töne erzeugen. Also im Prinzip wie bei auch bei einer Kirchenorgel oder einer Hammond-Orgel, ich hau ein Register und noch ein anderes Register dazu und dadurch packe ich zwei Klangfarben zusammen und sie ergeben zusammen eine neue Klangfarbe. Was es dann noch als quasi Klangerzeuger gibt, und der steht ein bisschen außen vor, ist NG Noise Generator oder auch manchmal steht da nur Noise. Das ist einfach Rauschen. Manchmal kann man es umstellen, dass es weißes oder pinkes Rauschen ist, sonst ist es meistens weißes Rauschen. Also über den gesamten Frequenzbereich Rauschen. Kann man manchmal brauchen, kann man zum Beispiel brauchen, um Hi-Hats zu bauen oder Snare Drum Sounds. Da braucht man dann Noise. Man braucht sie auch für manche Sounds. Also ist einfach ein Klangerzeuger, den man mit nutzen kann. Und dann kommen wir zu einem weiteren klangfärbenden Feature. Das ist der VCF. Voltage Controlled Filter. Oder auch manchmal einfach nur Filter. Bei manchen Geräten steht da Low Pass. Ja, das sind so. Was steht denn beim Oberheim? Beim Oberheim steht Filter und beim Prophet heißt das Low-Pass-Filter. Das heißt, es ist einfach ein EQ mit, meistens ist es ein Tiefpass-Filter, also ein Low-Pass-Filter. Manchmal ist es auch ein Hoch-Pass-Filter. Also beim Oberheim heißt es zum Beispiel einfach nur Filter, weil ich kann es umstellen. Hochpass oder Bandpass. Aber wie gesagt, in der Regel ist es ein Tiefpass-Filter. Das ist auch das, was, ja, klanglich relativ am meisten Sinn macht. Was haben wir da für Parameter? Wir haben den Parameter Frequency oder Frequenz, das heißt, wo setzt dieser Filter überhaupt an? Und wir haben Resonance. Resonance heißt dieser kleine Hubbel, bevor es runtergeht. Wie hoch ist der oder ist der eben Topf? Eben, weil diese Resonance dann auch wieder als Klang genutzt werden kann, wenn ich das möchte. Oder als Attack-Feature oder sowas. Da kann man schon einiges mitmachen. Und bei den meisten Filtern mit dabei ist eine sogenannte ADSR-Höhenkurve. Und zu der komme ich nachher. Die packe ich zusammen, weil eine ADSR kommt auch beim VCA vor. Voltage Controlled, das war klar. Amplifier. Oft heißt dieses schöne Ding auch einfach nur Amp oder Amplifier oder ja, hier haben wir Amplifier, da steht wieder nur Amp. Das ist ganz einfach. Das ist einfach ein Verstärker, der das Signal nochmal verstärkt. Ich habe hier das Feature Amount
und LFO1 Depth. Das heißt, zum LFO komme ich gleich. Ich kann da noch was mit reindrehen. Aber das Hauptfeature vom Amp ist auch hier wieder die ADSR-Höhlenkurve. Und zu der kommen wir jetzt. Die ADSR-Kurve heißt, ADSR steht für Attack, Decay, Sustain und Release. Attack heißt, wie schnell kommt dieser Ton rein? Ich drücke eine Taste, ist die Attack-Zeit lang, kommt der Ton so langsam reingefadet, bis die Attack-Time 0 macht. Blub. Decay heißt, nachdem dieses Maximum erreicht ist, wie lange bleibt der Ton da oben? Ja. Sustain heißt, nach dieser Decay-Zeit, wie lange dauert das, bis der wieder runtergeht? Und Release, während ich die Taste immer noch drücke, und Release heißt, wenn ich die Taste loslasse, wie lange klingt er dann noch aus? Ja, das heißt, wenn ich das Sustain und Release auf Maximum setze, habe ich fast einen unendlichen Ton. Ja, mit diesen Parametern könnt ihr einfach rumspielen und damit etwas, ja, wenn ihr zum Beispiel Streichersound bauen wollt und Pad-Sound bauen wollt, dann macht ihr die Attack-Zeit relativ kurz, die Release- und die Sustain-Zeit relativ lang. Wenn ihr aber zum Beispiel nur so ein blub, 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 blub haben wollt, dann ist die Attack-Zeit kurz, die Decay-Zeit kurz, Sustain und Release gefühlt aus. Ja. Das sind Parameter, einfach rumspielen, wenn ihr Sounds baut. Und das Letzte, was man noch so standardmäßig wissen sollte am Synthesizer, ist der LFO. Oho, wir stellen fest, da kam kein VC vor. Der ist nämlich nicht Voltage Controlled, der heißt Low Frequency Oscillator. Das ist in der Regel ein Oszillator, der unter dem hörbaren Bereich, also unter 20 Hertz, schwingt und dazu dient, Sachen zu steuern. Und zwar Sachen, was immer ich will. Oft ist es so, dass man den LFO auf den Filter schickt. Das heißt, diese Frequenz macht den Filter auf und wieder zu. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Beziehungsweise ich packe jetzt einfach mal noch ein Audio-Sample dazu. Das ist ein LFO auf einen auf einem Filter. Ja, ihr seht oder ihr hört, was da passiert. Mit dem LFO kann ich im Prinzip machen, was ich will. Ich kann ihn auf Pannings schicken, ich kann ihn auf Frequenzen schicken. Whatever, feel free. Damit kann man relativ abgefreakte Sachen machen. Wenn ihr all diese Parameter verstanden habt, dann seid ihr eigentlich schon völlig in der Lage, jeden Synthesizer auf dieser Welt zu verstehen und an ihm rumzuspielen, weil der einzige Unterschied ist meistens, dass die Dinger noch ein bisschen anders heißen und andere Einstellungsmöglichkeiten haben. Aber das ist dann auch schon der große Unterschied. Das mal, keine Ahnung, hier heißt es, ich suche ein Beispiel, Frequency Resonance. Hier heißt Frequency and Resonance, ja, okay, schlechtes Beispiel. Ja, stimmt. Zum Beispiel hat hier der Amp am Prophet hat noch ein Delay. Das hat der Oberheim nicht. Delay heißt einfach die Verzögerung, wann das überhaupt erst anspringt. Das sind so die kleinen, mini-feinen Unterschiede. Ich hoffe, es war ein bisschen aufschlussreich. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr auf Abonnieren klickt und diesen YouTube-Channel in der weiten, weiten Welt verteilt. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald. Tschüss mit Öss.